Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Ich muss zugeben, ich fahre hier sowieso immer. Finde das äußerst praktisch. Ja, doch, ich glaube schon, ja. Doch, ich bin mir da eigentlich bewusst gewesen, also dass das ein Verstoß gegen die Regel ist. Oder? Also Fahrradfahren sehe ich hier jetzt neulich erst bewusst. Also runter ist ja in Ordnung. Hoch muss ich eh schieben, ja, weil es ein Berg ist. Aber es ist eine tolle Sache. Wusste aber nicht, dass es verboten ist. Und so geht es offensichtlich vielen. Dabei ist es schon lange verboten, die Hindenburgstraße mit dem Fahrrad runterzuradeln, auch wenn sie durch ihr Gefälle dazu einlädt. Ab morgen ist es aber auf der Strecke zwischen Mintow und Hauptbahnhof erlaubt. Dort wurde die Straße vor ein paar Wochen neu asphaltiert. Jetzt dürfen die Radfahrer sie offiziell nutzen, aber erstmal nur für 6 Monate. Wir wollen natürlich die Verkehrssicherheit optimal haben. Das heißt, wir werden das jetzt ein halbes Jahr beobachten und wenn es dann in der ganzen Zeit gut klappt, können wir die Hindenburgstraße auch dauerhaft für den Radverkehr freigeben. Auf dem oberen Teil zwischen Alter Markt und Mintow ist das Fahrradfahren aber weiterhin verboten. Dies ist der steilste Teil der Strecke und auch das Pflaster macht Radfahren hier gefährlich. Die Freigabe der unteren Strecke bringt viele Verbesserungen, nicht nur für Stadtbesucher. Also hier in der Hindenburgstraße arbeiten viele Leute. Natürlich ist es auch unser Wunsch, dass die Leute mit dem Fahrrad in die Stadt kommen und einkaufen. Ja, und wenn ich mein Fahrrad am Bahnhof, am Hauptbahnhof abstellen muss, und ja, dann laufe ich nicht die Hindenburgstraße hoch. Also insofern ist es sicherlich eine Verbesserung für alle. Aber es muss auch sicher sein. Das ist die größte Sorge der Stadt. Durch die schnellen Fahrradfahrer könnten die Fußgänger gefährdet werden. Und auch die Radler müssen auf ihre Sicherheit achten. Also aufpassen muss man schon. Natürlich ist das gefährlich, klar. Also muss man ein bisschen aufpassen und vor allen Dingen die Busse, die fahren auch manchmal ein bisschen schneller. Ne, man muss immer die Augen, sag ich jetzt mal, im Verkehr noch halten. Nee, ich denke, wenn die vernünftig fahren, dann kommen die mit dem Bus noch klar. Ja, aber die Fußgänger laufen ja einfach über die Straße. Also es ist für uns Fahrradfahrer, glaube ich, gefährlicher. Nehmen wir, sag ich jetzt mal, doch keine Rücksicht gegenüber Fahrradfahrern. Müssen halt alle aufpassen. Bis März läuft die Testphase. Dann wird entschieden, ob die untere Hindenburgstraße weiterhin mit dem Rad befahren werden darf. Vielleicht wird dann auch zwischen Alter Markt und Mintow etwas getan. Je nachdem, wenn der Probebetrieb gut verläuft, wäre ich dafür, auch mal darüber zu diskutieren, ob man den oberen Teil der Hindenburgstraße auch freigeben kann oder nicht. Aber soll es so bleiben, mit dem Fahrrad durch die Stadt? Die Gladbacher haben da ihre ganz eigene Meinung. Auf der Straße nicht, ist okay. Ja, finde ich positiv, also doch, finde ich sehr positiv. Also doch, Weil man mit dem Fahrrad unterwegs ist und Erledigungen zu machen hat, ist das natürlich praktisch, dass man nicht zu Fuß laufen muss. Das wird sich herausstellen, was hier passiert. Wenn ein paar Unfälle passieren, wird damit sicher nicht umgesetzt, denke ich mal.